In der Final Destination-Reihe geht es um das Schicksal und dass man es nicht austricksen kann. Eine Gruppe Menschen ist dem Tod immer knapp entkommen, doch ihr Tod war vorbestimmt und somit holte er sie nach einiger Zeit ein. Diesen 8 Menschen erging es wie den Filmhelden. Sie sind dem Tod entkommen, doch nicht für lange Zeit. Jessica de Lima Rohl. Im Januar 2013 half Jessica bei den Vorbereitungen für eine Studentenparty im The Kiss Night Club in Santa Maria, Brasilien. Als sie gerade zur Party aufbrechen wollte, rief ihr Freund an und bat sie nicht zu gehen. Obwohl fast alle ihre Freunde bei der Party waren, hörte die 21-Jährige auf ihren Freund Adriano Stefanel, der in einer anderen Stadt lebte, und blieb zu Hause. Stunden später setzte die Pyrotechnik der Band das Dach in Flammen. Viele starben, weil sie die giftigen Dämpfe einatmeten oder wurden zerquetscht, als sie von dem Feuer fliehen wollten. Insgesamt starben 238 Menschen in dem Club. Nur 5 Tage später fuhr die junge Frau in die Stadt, in der ihr Freund arbeitet. Die beiden wollten 2 Tage später die 132 Kilometer Route zurückfahren. Laut der Polizei kam das Paar nur ein paar Kilometer, als sie mit ihrem VW Golf frontal in einen LKW fuhren. Jessica war sofort tot. Ihr Freund Adriano verstarb später im Krankenhaus. Yi Meng Yuan. Am 6. Juli 2013 stürzte ein Flugzeug bei der Landung auf dem San Francisco International Airport ab. Yi Meng Yuan überlebte den Absturz und man fand sie nur 10 Meter entfernt begraben von dem Schaum, den die Feuerwehr nutzte, um das Wrack zu löschen. Die Feuerwehr ging davon aus, dass die Chinesin tot war. Doch später stellte ein Leichenbeschauer fest, dass sie noch am Leben war. Da sie über und über mit Schaum bedeckt war, übersah ein Löschfahrzeug Yi Meng, überfuhr sie und tötete sie somit. Der Teenager war einer der beiden Todesfälle. 305 Menschen überlebten den Absturz wie durch ein Wunder. Jessica Redfield. Eine junge Bloggerin aus Texas überlebte eine Schießerei in der Eaton Center Mall in Toronto, Kanada, bei dem ein Mensch starb und viele verletzt wurden. Sie kaufte sich einen Burger und bekam ein komisches Gefühl. Deswegen verließ sie die Mall und ging an die frische Luft. Wäre sie nicht rausgegangen, hätte sie direkt in der Schießerei gestanden. Auf ihrem Blog schrieb sie über die Nahtoderfahrung: "Ich kann dieses seltsame Gefühl nicht aus meiner Brust bekommen. Dieses leere, fast widerliche Gefühl will nicht weggehen. Es ist schwer für mich, in den Kopf zu kriegen, wie ein seltsames Gefühl mich von der tödlichen Schießerei gerettet hat." Einen Monat später wurde sie Opfer einer Massenschießerei in einem Kino in Aurora, Colorado. Jessica war eine von 12 Personen, die bei diesem Amoklauf getötet wurden. Hilda Yolanda Mayol. Als Terroristen am 11. September 2001 einen Anschlag auf das World Trade Center verübten, konnte Hilda aus einem Restaurant im Erdgeschoss entkommen, wo sie gearbeitet hatte. Ihr Glück hielt aber nur 2 Monate an. Die 26-jährige Hilda war auf dem Weg nach Hause in die Dominikanische Republik, um Urlaub mit ihrer Mutter und ihren 2 Kindern zu machen. Sie war an Bord der zum Scheitern verurteilten Maschine der American Airlines Flug 589. Das Flugzeug stürzte am 12. November im New Yorker Stadtteil Queens ab. Alle 260 Passagiere kamen ums Leben. David Furr. Im Jahr 1977 kam das Herrenbasketballteam der Universität Evansville bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Ein Spieler konnte die Reise wegen einer Krankheit nicht antreten. Er wurde 2 Wochen später bei einem Autounfall getötet. Am 13. Dezember 1977 verlor der Pilot die Kontrolle über das Flugzeug und stürzte am Evansville Regional Airport kurz nach dem Start ab. Die Maschine war auf dem Weg nach Nashville, Tennessee, wo die Mannschaft gegen die Tennessee Blue Raiders spielen sollte. David Furr schied wegen einer Knöchelverletzung aus dem Team aus und war deswegen nicht an Bord. 2 Wochen später fuhren er und sein 16-jähriger Bruder von einem Basketballspiel als Zuschauer nach Hause, als ein Betrunkener einen Unfall verursachte und sie beide tötete. Elsie Warren und Phyllis Jean Ridings. 2007 überlebten ein Vater und seine Tochter einen Flugzeugabsturz, nur um 4 Jahre später in einem anderen Absturz ums Leben zu kommen. Elsie Warren, 70 Jahre alt, und Phyllis Jean Ridings, 52, flogen ein experimentelles Flugzeug zu einer Flugshow in Temple, Texas, als das Cockpit sich mit Rauch zu füllen begann. Die Maschine stürzte in einem Ball aus Feuer, nur einen Kilometer nördlich von Conroe, Texas, ab. Sie waren beide Mitglieder der Experimental Aircraft Association und hatten ein Flugzeug Raven 500 gebaut, eine Maschine,
die von weniger als 20 Personen weltweit geflogen wurde. Sie überlebten wie durch ein Wunder eine Notlandung in einem Heufeld, nachdem der Motor in ihrem hausgemachten Flugzeug Feuer fing. Mein Glauben an Gott und die Flugfähigkeiten meines Vaters haben uns das Leben gerettet, sagte Phyllis nach dem Absturz 2007. Es gibt keine Hinweise darauf, ob Gott und die Flugfähigkeit ihres Vaters 2011 eine Pause machten oder der Tod schließlich zu Warrens und Ridings Final Destination Schicksal wurden. Auf jeden Fall war es eine schreckliche Tragödie. Johanna Gantale. Im Jahr 2009 kam eine italienische Frau zu spät zum Flughafen und war somit nicht an Bord der abgestürzten Air France 447. Doch nur zwei Wochen später wurde sie bei einem Autounfall getötet. Johanna Gantale, eine Rentnerin aus der Provinz Bozen, war mit ihrem Mann Kurt in Brasilien im Urlaub gewesen und verpasste ihren Flug am Flughafen Rio de Janeiro. Alle 228 Menschen an Bord verloren ihr Leben, nachdem das Flugzeug Richtung Paris nach 4 Stunden in den Atlantik stürzte. Nachdem das Paar seinen Flug verpasst hatte, konnte es ihn am nächsten Tag nachholen. 2 Wochen später starb Frau Gantale, als ihr Auto auf eine Straße in Kufstein, Österreich, in einem entgegenkommenden LKW krachte. Ihr Mann wurde schwer verletzt. Aber so war das nicht ganz richtig. Ihr hinterbliebener Mann sagte, sie hätten nie ein Ticket für Air France besessen und wollten mit Iberia fliegen. Es wäre eine Lüge und wurde nur für eine brasilianische TV-Show so dargestellt. Unbekannter Junge. Lynn Gayling nahm 2013 einen kleinen Jungen zu sich, nachdem er und seine Familie einem Monstertornado in Oklahoma entkommen waren. Seine Eltern waren nach Hause zurückgekehrt, um ihre Habseligkeiten zusammenzusuchen. An dem tragischen Tag verärgerte etwas das Kind und es bekam einen Wutanfall. Gayling versuchte den Jungen zu beruhigen und ihr Hund dachte wohl, er würde seine Besitzerin angreifen. Deswegen attackierte der Hund das Kind und biss sich fest. Gayling versuchte, das Maul des Hundes zu öffnen und irgendwann gelang es ihr auch. Doch es war zu spät. Im Krankenhaus wurde der Junge für tot erklärt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und mich vielleicht auch abonniert. Das wäre auf jeden Fall mega korrekt. Bis zum nächsten Mal.